Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Wir haben gehört, Putin droht jetzt auch noch der NATO. Das ist ja unglaublich, unglaublich. Ne? Wieso? Noch eine neue rote Linie? Ja, klar. Also ich denke, wir sollten darüber nachdenken, ob das die Ostsee nicht unser Binnenmeer ist. Also Das ist unser Binnenmeer, bis Nowgorod hoch. Ach so, ja, das ja, ist. genau. Zumindest bis St. Petersburg. Und da sollten wir mal gucken, ob da noch russische Schiffe fahren dürfen. Ne? Ja, und chinesische erst recht nicht. Ja, wenn die Chinesen die ersten Fregatten in die Ostsee schicken, dann ziehen wir uns aber mal warm an. Ne? Am besten im Winter. Am besten im Winter, genau. Also, Da lohnt sich das warm anziehen. Das ist wohl wahr, ja. Naja, egal. Diese Diskussion ist so alt, wie die Chinesen Schiffe haben und was soll's. Ja, ich finde es okay, dass der Pistorius da die Fregatte durchfahren lässt zwischen Taiwan. Das ist internationales Gewässer. Da braucht man sich nicht auch noch nass machen. Vielleicht kommt Putin ja um die Ecke und erklärt uns demnächst, da dürften wir auch nicht mehr langfahren, das wäre ein Angriff der NATO. Ja, muss Ja, ja mal. das war so mutig war das jetzt auch nicht von den Deutschen, weil die Italiener und die Franzosen und all die anderen sind vorher schon durchgefahren. Da hat keiner angekriegt. Ja, es ist auch wieder so ein schwarzes Peter-Spiel. Ne? Also das geht Naja. ja in Deutschland jetzt auch gerade rund, nachdem die Brücken da in Dresden eingestürzt sind. Wir hätten es hier vor Ort auch haben können, in Ludwigshafen. Gott sei Dank hat die Oberbürgermeisterin da frühzeitig die Notreißlinie gezogen, ne? Reißleine. Aber es ist verheerend, wie die Schuldenbremse die ganze Infrastruktur kaputt gemacht hat. Schuldenbremse, Infrastrukturbremse, das Ding muss weg. Ja, vor allen Dingen die Kommunen und die Städte, Landkreise, die Kommunen, die haben ja gestern, vorgestern schon laut aufgemerkt, weil sie haben ja auch zigtausende Brücken, über die Ja. fahren auch die schweren Lkw. Ja? Ja. Und heute sind die meisten oder ein Großteil der Kommunen schon defizitär oder am Rande. Ja. Da ist gar kein Geld dafür, für auch nur eine Brücke reparieren, ja. Ja, im Gegenteil, die Kommunen werden ständig von ihren Landesregierungen unter Druck gesetzt, so auch in Sachsen. Ne? Das Land Sachsen hat kein Geld, die Brücke in Dresden zu renovieren. Der Bund hat auch kein Geld, das ist durch die Schuldenbremse verhindert. Aber die Kommune, die muss das machen. Ja? Also die muss diese Brücke jetzt sanieren. Da kommt Freude auf. Naja. So ist das. Hast du gehört, Aber dass. wenn du in der Kommunalpolitik mal warst, dann siehst du diese schlimmen Vorgänge. Dann hat der Bund Milliarden bereitgestellt für Kita, Neubauten und was weiß ich. Ja? Ja. Und kann es aber direkt nicht an die Kommunen geben, weil wir ja den Föderalismus haben. Ja? Ja. Die Kommunen müssen es aber machen aufgrund des Subsidiaritätsprinzips. Ja? Ist Genau. auch in Ordnung. Vor Ort können sie es am besten entscheiden. Wo landet das Geld? Beim Land. Und das Land macht dann irgendwelche Politiken, dass sie sagt, wir entwickeln dann das Kita-Wesen und. Und Ja. dann gehen einige Teile dieses Bundesgeldes, bleibt dann schön im Land stecken und die Kommunen kriegen nur noch einen Teil davon. Ja? Das ist richtig. Das ist ein Klebrige richtig. Hände nennt man das in den Ja, ja, ja. Landesregierungen. Das ist ein richtiges schwarzes Peter-Spiel. Ja? Der Bund sagt, du im Land, wir haben dir doch genug Geld gegeben. Ja, und das Land sagt, wir haben das Geld gekriegt, aber die Kommunen rufen es ja gar nicht ab, weil sie nicht kofinanzieren können. Ja, eben, genau. Die 10% Eigenanteil können die gar nicht aufbringen, dürfen sie auch nicht, weil dann der Landrat kommt und sagt, damit wird dein Haushalt defizitär. Ja, Also sagen wir, dann holen wir uns die 90% auch nicht. ja, und das ist Also da also. wird völlig am Bedarf vorbei auch entschieden, was die Haushalte betrifft. Aber Ja. nur gut. Nein, also nicht gut. Die Schuldenbremse muss Ja, nicht. definitiv wieder raus aus dem Grundgesetz. Das war einfach eine Fehlentscheidung. Manchmal muss man auch in der Politik zu Fehlentscheidungen stehen können und sagen können, wir müssen es wieder ändern. Also. Also sagen wir mal so, die Schuldenbremse als Prinzip für die Politiker als erhobener Zeigefinger ist ja nicht schlecht, aber als Gesetz und sogar
als Verfassungsbestandteil macht das keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Selbst in guten, in besten Zeiten nicht. Haben wir ja gesehen unter Merkel, wo die Haushalte angestiegen sind. Ja, was haben sie gemacht? Sie haben geschwelgt, dass sie so gut waren, dass die Haushalte immer größer wurden, immer mehr Einnahmen, unsere Politik und was weiß ich. Aber gemacht haben sie nichts. Wenn sie nämlich jetzt investiert hätten, dann sehen die Haushalte anders aus, ja? So ist es. Hast du das mitgekriegt, mit dem bayerischen Verkehrsministerium, dieses BMW-Ministerium in Bayern? Die wollen jetzt wieder weniger Geld für die Bahn hergeben. Die möchten, dass die Kunden mehr belastet werden. 65 Euro soll das Ticket kosten. So macht man es nicht. Also wenn man die Kunden vergraulen will bei der Bahn, dann erhöht man ständig die Preise. Das kann doch wieder nicht wahr sein. Also es ist doch kein Innenministerium, das ist ein BMW-Ministerium, das ist Lobbyismus auf höchster Ebene. Da guckt man, dass der ja, Automobilbau gefördert wird, aber doch nicht, dass die Infrastruktur bei der, das sind ja auch konsumtive Ausgaben. Also das muss man jetzt wirklich auch sehen, wenn man aus Perspektive der Schuldenbremse da rangeht, geht so nicht. Ja? Das geht die richtig. Mein Hund bittet mich darum, dass wir für heute Schluss machen. Ja, ich will dich auch nicht weiter quälen und die Tiere schon gar nicht. Den Rest machen wir am Sonntag. Den Rest machen wir mal in aller Ruhe und am Sonntag guckt mal in unseren Kaminclub rein. Da gibt es ein schönes Video von gestern Abend. Sehr langatmig, gar nicht kurz, aber durchaus interessant. Zum Thema Schulpolitik, Bildungspolitik, welchen Handlungsbedarf würde eine KI sehen? Ja, also ihr wisst ja, wie das ist mit KI. Ist nicht unspannend, Rudi. Ja, Und nee, einfach mal sich die 10 Minuten, oh, eine Stunde, glaube ich, war es, mehr als eine Stunde. Aber gut, ja. ja, manchmal braucht man einfach Zeit für gute Sachen. In diesem Sinne, schönes Wochenende.